Bianca Königshausen, Sie sind hier im Zoo Duisburg für die Zebramangusten zuständig. Und das ist ja jetzt ein Begriff, den kennt eigentlich kein Mensch. Was sind denn Zebramangusten? Zebramangusten gehören zu den Mungus. Man kennt zum Beispiel die Erdmännchen, die sind ja recht bekannt. Und zu der gleichen Familie gehören unsere Zebramangusten. Die haben auch von der Sozialstruktur sind sie ähnlich. Die haben auch einen Wachposten, was man zum Beispiel kennt, dass immer einer ein Späher ist, der mal Ausschau hält, ob irgendwer angreifen möchte, zum Beispiel Vögel oder dergleichen. Das findet sich hier auch. Und wir haben 6 Stück, 3,3 nennt sich das. Wir haben 3 Männchen, 3 Weibchen. Haben die halt im diesen Sommer zusammengelassen. Wir hatten 3 Männchen vorerst hier auf der Anlage, 3 Weibchen hinten bekommen. Und dann haben wir zusammen am Gitter gewöhnen lassen und dann haben wir so zusammengeschmissen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise fängt man immer mit einem Pärchen an. Aber die 6 verstehen sich eigentlich, wie man gerade bei der Fütterung auch gesehen hat, recht gut. Klar, es gibt immer, wenn es was Leckeres gibt, dann kloppen sie sich natürlich gerne um ein Ei zum Beispiel. Aber dadurch, dass es mehrmals am Tag was gibt, haben wir da eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Beißereien. Irgendwann, denke ich mal, wird auch Nachwuchs demnächst anstehen. Haben die halt schon zu zahlreichen Paarungen gesehen. Da wird sich dann auch rauskristallisieren, wer halt das dominante Pärchen ist, die dann halt auch die Zuchtfolge dann ansprechen werden. Die anderen sind dann rangniedriger und werden sich dann halt um den Nachwuchs kümmern. Aha, die haben also ganz klare Strukturen. Genau, ganz klare Sozialstrukturen, wo ganz klar ist, wer das Hauptmännchen, das Weibchen und das Männchen halt in dem Fall ist. Und die anderen haben sich dann einfach unterzuordnen, kommen sogar nicht in den Zyklus, sodass sie gar nicht paarungsbereit werden und wandern dann irgendwann ab. Sodass sich dann wir auch irgendwann wieder Tiere abgeben müssen, wenn die Gruppe zu groß wird. In dem Fall unserer großen Anlage vielleicht sogar möglich, dass wir 2 Gruppen vielleicht sogar haben, weil wir halt eine recht große Anlage haben. Jetzt sind das ja recht kleine Tiere, die hier für ihre Verhältnisse oder für meine Begriffe ein relativ großes Gehege haben, ja. Freigehege. Und darüber hinaus ist dieses wunderbar gelegen direkt gegenüber dem RWE-Delfinarium. Ja. Ist also üblich, dass sie so ein großes Gehege brauchen oder ist das schon darauf ausgerichtet, dass sie sich vermehren werden? Genau, wir haben jetzt in dem Fall so ein großes Gehege, weil wir klar einfach wir wollen, dass sie sich vermehren, das auf jeden Fall. Und es hat sich bei uns jetzt einfach auch angeboten, dieses Gehege, weil es freigestanden hat. Dass wir uns dann halt für eine kleinere Art entscheiden und dass sie halt und natürlich eine recht interessante Art, die einfach auch recht rumwuselt, immer irgendwie Action ist und wenn halt noch mehr, also die haben im Schnitt 4 bis 6 Jungtiere bekommen die und wenn dann halt 3, 4 Jungtiere Generationen dann herangewachsen sind, dann hat man hier eine ordentlich große Truppe, wo man dann eventuell irgendwann mal dann wieder welche abgeben muss oder so. Oder es stagniert auch irgendwann einfach, wenn die merken, es ist zu groß. Dann erst wenn in der Natur die dann abgewandert ist, dann würden die zum Beispiel nachproduzieren und dann wird es hier erstmal stagnieren zum Beispiel. In der Natur kommen die wo vor? Kommen die in Afrika südlich der Sahara vor und da halt in den Steppenregionen, in Wald, an den Waldrändern, Buschsavannen und dergleichen, da findet man die überall. Überall da, wo halt Würmer zu finden sind, Eier, kleine Säugetiere dergleichen, da sind die eigentlich beheimatet. Wunderbar, damit haben Sie direkt meine nächste Frage vorweggenommen, was die eigentlich fressen, aber das nenne ich dann halt hellseherische Fähigkeit. Ja, okay. Ich danke Ihnen. Nicht zu danken.